Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn hier alle schon Rechenschaftsberichte abgeben und von den lieben Beamtinnen und Beamten reden, will ich noch mal kurz zurückschauen. Ich will auch mit der Jubiläumszuwendung beginnen. Es war das Jahr 2003, als die CDU-Fraktion Rot-Rot den Vorschlag unterbreitete, genau diese eben abzuschaffen, also die Jubiläumszuwendung nicht mehr zum Teil des Besoldungsgefüges werden zu lassen. Und ich sage, finde ich grundsätzlich erstmal gut, wenn die Regierung nicht pauschal alle Oppositionsanträge ablehnt. An der Stelle war es falsch und deshalb schließt sich jetzt der Kreis, dass der Senatsentwurf die Vorschläge, die Sie jetzt übernommen haben, vom Antrag der Linken nicht vorgesehen hat, also sowohl die rückwirkende Geltung ab 1.1. dieses Jahres als auch die Anerkennung der Ausbildungszeiten mit einzubeziehen in die Erteilung, in die Gewährung der Jubiläumszulage. Also Sie haben unseren Antrag in zwei Schritten prozessual, hat ein bisschen lange gedauert, umgesetzt. Aber das ist erstmal gut, deshalb ist es jetzt auch ein gemeinsamer Antrag. Bei der Beamtenbesoldung ist es ja nicht so einfach. Wir haben ja vor zwei Wochen schon drüber geredet. Ich glaube, die Argumente sind auch ausgetauscht. Ich finde ausdrücklich positiv, dass Sie als Regierungskoalition auch hier abweichend vom Vorschlag des Senates sich entschlossen haben, in allerletzter Minute gestern im Hauptausschuss diesen Sockelbetrag von 75 Euro einfach noch mal zu gewähren. Sie würden ansonsten auch Ihrem eigenen Versprechen, 0,5% über dem Durchschnitt der anderen Bundesländer zu gewähren, in diesem Schritt widersprechen, weil es alle anderen Bundesländer getan haben. Das finde ich positiv. Ob Sie aber damit in das Herz und das Hirn der Beamten dann wirklich vordringen können, wage ich zu bezweifeln, weil ein großes Problem, nämlich dass der Anpassungsprozess dann bis 2028 dauert mit Ihren Vorschlägen, haben Sie damit nicht gelöst. Deshalb haben wir dazu auch einen eigenen alternativen Antrag gestellt, der hier noch mal zur Abstimmung steht. Vielen Dank.